Wir sind hier wieder zurück bei Anno 2070 und haben in der letzten Folge Aufträge gemacht und Tycoons. Ja, eigentlich wollten wir ja, wie schon gesagt, uns um die Echos kümmern, aber Terragi ist in den Aufträgen hängen geblieben und ich müsste ein bisschen Champagner nachproduzieren. Champagner. Warum auch immer der auf einmal nicht mehr reicht. Ich habe keine Ahnung. Und dieses hier, diese Giftstoffbeseitigung, die nützt uns überhaupt nichts. Welche Giftstoffbeseitigung? Verbessert alle energieerzeugenden Tycoon-Gebäude auf einer ihrer Insel. Ökobilanz minus 20%. Das haben wir gerade für den, in der letzten Folge für uns gerade, für den Auftrag von Trenchcoat gekriegt. Okay. Aber wenn man hier mal die Ökobilanz unserer energieerzeugenden Inseln anguckt, 0 Was? Und 16. Da lohnt sich's überhaupt nicht. 0 und minus 16, das ist. Aber ich verkaufe hier noch mal ein paar Sachen. Ist das so? Das und. Ja, passt. Das. Drauf zu Trenchcoat. Verkaufen wir auch gleich das Zeug, was uns Trenchcoat gegeben hat. Tja, wie nett. Hier, das hast du uns gerade gegeben. Kannst du wieder. Und, Wo ist die. Das ist ja die Nebuch Adneza. Aber die wollte ich nicht. Die wollt. Was wollt die? Da. Die wollt meine Sea Dragon. So, und dann nehmen wir hier nochmal von der Hauptinsel 40. Alter, wie schnell sich das. Ineffizienter. Ah, ich wollte jetzt gerade schon Plus drücken, um die Zeit vorzuspulen. Ja, mach mal. So. Da ganz an die Wand. Zack, Alter. So. Und unser Spirituosen wird wahrscheinlich gleich wieder aufgefüllt sein, aber es sinkt. Ich hoffe mal, dass es gleich wieder aufgefüllt sein wird, weil ansonsten falle ich vom Glauben ab. Was wollte ich jetzt nochmal? Ach so, ich wollte Bauzellen. Wollte ich doch, ne? Weiß ich doch nicht, was du wolltest. Das solltest ja, du wissen. Bauzellen. Meine Güte, was ist los mit dir? Nichts. Hier. Jetzt. Das passt natürlich jetzt genau. Wo ist nicht da? Da ist die Nebuch. Hier ist die Cerro. Cerro. Ach, dieses blöde Flussbett. Jetzt starte ich mal etwas. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Vielleicht kriegen wir ja was Schönes dafür. So, dann gucken wir mal. So, wir haben hier Anno erfunden oder was oder wie? An Bord benötigte Ausrüstung, um Erfolg zu erhöhen, aber die Warnung. Ölpest bedroht ihre Insel. Ölpest. Wo? Warum ist hier eine Ölpest? Hä? Stimmt ja, das ist ja letzte Folge explodiert. Wann? Das habe ich nicht mal mitgekriegt. Ich hab's mitgekriegt, aber ignoriert. Ach, bist du denn bekloppt? Wir haben hier oben Produktionen. Wir haben hier Zuckerproduktionen. Warum haben wir hier Zucker? Ach so, deine komischen Energy Drinks. Oh, das wird lustig, wenn die Insel schwarz wird. Aber kümmere dich so darum und zwar zügig. Wir hätten uns so schön darum kümmern können eigentlich, aber. Ja, do it, los, hau rein. Achtung, Produktionsstillstand. Was denn, Mikrochips-Hersteller, lasst mich in Ruhe. Ihr habt hier andere Probleme. Und zwar deftig, kräftig. Würzig gut? Die Firma dankt. Deftig, würzig gut. Nee, Moment. Das Schiff hatte das. So. Maximal, okay. Wenn ich jetzt hier noch ein paar weg tue. Immer noch maximal. Sehr hoch. Niedrig. Was machst du da? Sehr hoch. Gehst du gerade die Auslastung der Handelsrouten durch, oder was? Maximal. So, dann schicken wir das Schiff mal raus. Zack. Dann, was kann denn die Sirius für uns tun? Holz bräuchten wir dafür. Haben wir genug, kannst du dir bei mir holen kommen. Unten.
So, was kann die Seeteufel tun? Beton braucht sie, okay. Tun wir mal 210. Hey. Sehr hoch. Maximal, die schicken wir schon mal los. Dann die Nebuchart Neze braucht auch Beton. 20 Tonnen. Und die Koordinaten. Und schicken wir auch los. Mensch, ich schicke hier gerade ganz viele Schiffe auf Expeditionstouren. Ach, warum tust du das? Komm doch nie wieder zurück. Ach, hab ich abgesichert. Angeblich. Ja, ist klar. Hoch, sehr keine hoch. Sorge, ich weiß, maximal. Was ich tue, bummt hoch. So, und du gehst auch nochmal auf Tour. So, jetzt habe ich keine Schiffe mehr. Wehe, du hast mein Schiff mit verschickt, dann mache ich dich fertig. Nein, das ist ja ein U-Boot. Gut. Ich hätte hier nur noch die Sea Dragon. Die Sea Dragon. Das kann man einfach nicht vernünftig effizient bauen, oder? Ich kenne zumindest kein Schema, wie es geht. Ja, wo bist du denn? Reis. Wo baust du denn den Reis an? Ach, da unten. Auf Indien. Krieg das nicht effizient hin hier, oder? Das ist echt schrecklich. Ja. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich. East Trading India Dingensen. Wir können. Cool, ich kann mir aussuchen, auf welcher Seite es bauen aufpassen soll. Toll. Ach, jetzt bisher hast du erst die Expedition gestartet. Ich habe dich doch erst vor 5 Minuten losgeschickt. Echt. Ist halt auch mal. Expeditionsfahrzeug verlässt Radarbereich. Ich wusste gar nicht, dass wir Radar haben. Toll, passt nicht. Ja. Wir stecken voller. Keine Ahnung. Überraschung, genau. Expedition gestartet. Ja, ist ja gut. Salamander, die Nebuchadnezzar, die Nebuchadnezzar war als zweites aus unserem Radar. Verlässt Radarbereich. Obwohl sie jetzt die letzte war, die losgeschickt wurde. Hm? Jetzt passt das nicht mehr, mein Gott. Ja, haben wir auch noch Holz. Okay, nehme ich mit. Aha. So. So, dann tun wir mal hier. Hier, dich können wir ja mal schließen, oder? Weißt du was? Nein, da wollte ich doch hin. So, Echos. Und komisches Gemüsezeug, Sushi-Rollen und so. Gemüsezeug, Sushi-Rollen. Jetzt habe ich wieder Bock auf Sushi, meine Fresse. Naja, wenn du das Sushi nennst, Nein, ich nenne es nicht Sushi, ich hab Lust drauf. Nehmen wir noch ein davon mit und zwei davon. Dann schicken so. Das mal hier runter und dann können wir endlich mal hier die Echos aus. Nein! Weiten. Wir werden es nie schaffen, dazu zu kommen, die Echos auszubauen. Mach ich doch gerade. Das wird schief gehen, irgendwas kommt dazwischen. Zumindest versuche ich es gleich. Wo ist das Schiff? Ah. Speedwagon. Ah, ich habe kein Werkzeug mehr. Kann nicht sein. Ich habe hier noch ein Containerschiff mit Werkzeug liegen. Ölpest. Hallo? Wie sieht die Ölpest aus? Die ist sehr, sehr dezent. Ja, das ist wieso nicht einmal ironisch gemeint. Nicht. Nicht mal ironisch gemeint. Guck dir die Ölpest an. Ja, Sekunde. Ich baue hier gerade aus. Danach gerne. Aua. Mangan wird hier transportiert. Ja, schön. Da fehlt eindeutig eine Feldwegsverbindung. Tee ist im Überschuss. Schön. Ach was, kein bisschen. Ja, und danach müssen wir... Ich hab schon wieder kein Werkzeug mehr. Und jetzt müssen wir iPhones bauen. Oh Gott. Ja, das Spiel verlangt das von uns. Wer hat das gesagt? Vielleicht ist es ja nur irgendein anderes Smartphone. Es muss doch kein komisches Apfeltelefon sein. Eins, zwei. Hier die ganze Riege kann ich auch hochsteigen lassen. Zack, 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 zack.
Zack, 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 zack. Außerdem kann ich hier noch... Ups. Ups. Da. Das bauen und das bauen. Ach ja, sieht das schön aus, die Stadt. Achtung. Produktionsstillstand. Nichts. Für nichts bist du erstaunlich beschäftigt. Wie beschäftigt? Du bist da gerade und das mal nur hier und das noch hinter da und ach ja, das sieht ja schön aus. Und dafür, dass du nichts machst, bist du dann doch sehr beschäftigt. Doch auch nichts. So, mein Materialschiff ist soweit wieder beladen. Du nur Sachen fürs Team. Für toll ein anderer macht's? Fürs Team. Fürs Team. Tata. So. Wie? Achso, ich habe keine Kohle. Schlecht. Das ist doof. Wie viele können noch aufsteigen? 7 können noch aufsteigen. Wie mache ich das symmetrisch? Wie lasse ich 7 symmetrisch aufsteigen? 2, 3, 4, 5, 6. Ich hier 4 aufsteige. Boah. Geht. Kann man machen. Kann man machen, muss man aber nicht. Kann ich hier 3 aufsteigen lassen. So, und jetzt kann ich die Steuern erhöhen. So, zahlt. Wer in unserer Stadt leben will, muss bluten. Mein Gott, dieser Tyrann. Gemüse ist auf Maximum, Reis ist auf Maximum und die Sushi-Rollen sind in Arbeit. Bedürfnis nach Lifestyle. Kommunikatoren. Auch bekannt als iPhone. Smartphone. Oder Android. Oder Machenschaften des Satans. Was? Heilige Scheiße. Negative Wieso? Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Bei mir hier oben. Ich muss doch hier ein bisschen... Entweder gibst du mir einen Hüter oder ich muss hier oben ausbauen. Ein Hüter, ja. Hast du einen am Start oder soll ich eben CO2-Speicher bauen? Und reicht auch locker. Na, ich baue mir einen Hüter. Oder ich baue eine Wetterkontrollstation. Ich baue schon einen Hüter. Muss ich mir ja Strom dafür schon mal ranschaffen hier hinten. Welchen Verteiler hängt denn der? Ich brauche. Könnte aber ein bisschen dauern, der Hüter. Dann muss ich in der Zwischenzeit mir anders helfen. 2 Generatoren. Ja, und 5 Filteranlagen, oder wie viel waren das jetzt? 5, okay. Da. Nein, da. 1, 2, 3, 4. Haben wir denn hier noch genug Brennstäbe? 5. Ja. Den nehmen wir mal raus hier wieder. Gut, dann habe ich jetzt hier hinten auch wieder genug Strom wahrscheinlich und dann mache ich das mal eben. 5. Boah, das geht doch so. Bub, Ökobilanz wieder in Ordnung. Sagst du. Hier wollte ich doch was verkaufen. Wir haben noch ein hydroelektrisches Kraftwerk. Auf dem Acker. Ja, schön für dich, aber ich habe gerade hier auf der Insel leider keinen Stauder. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. So. Verkauf mal ein paar Mikrochips an Trenchcoat. So, ich wollte ja... Ich nehme die Zero mal. Die ist schnell. Ich muss das Gemüse noch ein bisschen ausbauen. Das ist noch zu wenig. Habe ich noch Werkzeug da? Expedition erfolgreich abgeschlossen. Na, was hast du denn Schönes mitgenommen? Du hast ein fortschrittlicher Turbinenprototyp. Ja, läuft. Wo auch immer sie den jetzt geklaut haben. Du hast ein Enterhaken mit geringer Erfolgschance gefunden. Toll. Abgeschlossen. Alter, Leute. Auch noch ein Enterhaken, der schlechtdingens hat. Du hast auch einen Enterhaken. Warum nimmt ihr alle Enterhaken mit? Was sollen wir mit den scheiß Enterhaken? Deswegen verkaufe ich die gleich. So, jetzt fehlt nur noch ein Schiff. Wo ist es? Hat doch 5 losgeschickt. Naja, die Ausbeute war ja jetzt so lau, würde ich sagen, ne? Dafür, dass du extra noch Material da reingekarrt hast, damit das bloß funktioniert? Naja.
Da war die Ausbeute jetzt echt mau. Guter Deal. Bau da mal noch ein bisschen mehr Gemüse hier an, ne? Ja, ja. Gemüse ist ja schließlich gesund. Ach, wer? Keine Ahnung. Nicht unser Gemüse. Wieso? Die Insel ist grün. Dieses Gemüse, von dem immer alle reden. Was ist das? Aber ohne Garantie. Eisen wird hier gekarrt. Hier, der hat das. Tue ich da mal rein. Da fehlt noch ein Schiff. Was ist das? Das ist das. Das ist... Ach, hier ist es. 1, 2, 3, 4. Das hat auch einen Müll. Oh, ich habe 5 losgeschickt, oder? Das weiß ich doch nicht. Ich habe 4 losgeschickt, stimmt. Ich habe 4 losgeschickt. Entschuldigung. Entschuldigung. Wäre doch auch was, wenn du das machst, dass dein Schiff verschollen sein kann, dann. Kybernetik ist voll, was? Überladen? Kann das denn... Achso, ich habe denen das verboten, deswegen. Technologie fertiggestellt. Kann denen das... Du forschst jetzt Material für den Hüter, oder was machst du gerade? Kann Lifestyle nicht anvisieren. Hä? Wo bist du? Bei den Grünen? Bei dem Dingens, bei dem Forschern. Bei den Forschern. Habe ich ihnen die Getränke verboten? Nein, will ich doch gar nicht. Du hast bei den Forschern Lifestyle-Problem gerade. Du hast keine Binokulare am Start und du hast keine Anzüge am Start. Nein, das meine ich nicht. Ich will für die Forscher... Ach, das sind die Genies, sorry, ich bin im falschen Für Haus. Die Forscher will ich das wieder aufmachen, die Kybernetik. Habe ich gerade. Ich wäre ja voller Tatendrang, aber diese... Bei den Getränken, die Immunpräparate sind gesperrt, die dürfen auch, ne? Wenn wir genug davon haben. Lager voll. Ja. Ich kann die nicht sehen. Das ist das Komische. Ich kann den Lifestyle und die Getränke nicht sehen. Den habe ich jetzt freigegeben, steigt jetzt. Suspekt. Hatte ich doch letztens auch mal. Meine Fresse, wie viele Buffs haben die denn drauf? War mir ein Fest. Kurklima, Yin-Yang-Regulator, Überzeugungsstrahler, virtuelle Fassaden, Raumspartipps aber und Senatseffekt. What the fuck? Was ist los mit denen? Sieht aber bei den anderen wahrscheinlich nicht anders aus. Kurklima vor allem. Hart. Hier bei den Exekutiven kann ich das sehen, das Lifestyle und die Getränke, die übrigens fallen. Bitte? Warum auch immer. Was genau fällt? Beides. Was davon? Sag mir eine Ware. Beides. Beides, was die Exekutive wollen. Und das ist? Die Pharmazie und das Gold. Na toll. Das, von dem wir eh nicht genug haben. Warum fällt das? Weil ich wieder mal wahrscheinlich nicht genug Material habe. Keine Ahnung, ich guck sofort. Ich brauche eben das Gemüse fertig. Das ist nämlich jetzt hier das letzte Gebäude, was ich hier noch setzen muss. So. Wege dran machen. Ah, ich brauch Carbon. Carbon. Haben wir. Carbon. Warum sind die scheiß Lager voll? Würdet ihr bitte mal abholen? Was ist denn hier los? Oh, Lager voll. Upsi. Ey, du, Containerschiff. Nimm das mal mit. Carbon da. Und fahr mal nach da drüben zu den komischen Grünen. Ist das meine Nako Express? Das ist die Sea Dragon. So, was ist hier mit Gold und warum und überhaupt? Ich hab kein Gold. Null. Ich habe nicht genug Gold. Ganz einfach. Das ist der Grund, warum es hier scheiße ist gerade. Forschungslabor evakuiert. Ach, ihr wollt mich doch. Jetzt. Oh. Düt. Okay, wo kriege ich hier Gold? Krankheit aus, die kleinen Säcke. Fände ich witzig.
Dann zeige ich euch, wo es lang geht hier. Hast du gehört? Was denn? Okay, hast du nicht gehört. Mein Wecker, Dingens. Nein, das habe ich diesmal nicht gehört, aber ich habe ja auch meinen Timer laufen. Ich wusste nur nicht, worauf du hinaus willst. 1-1. Mann, wir brauchen also in der nächsten Folge definitiv mehr Gold. 3-4-5. Boah. So. Scheibenkleister, was haben wir denn hier drüben? Jetzt mittlerweile wieder genug Kohle. So, das mache ich mal in Entwicklung. So. Das kann ich auch mal eben pausieren bis in der nächsten Folge, Mann. So. Oh mein Gott, ey. Probleme über Probleme. Ja, jetzt gerade irgendwie schon. Ich weiß auch nicht warum. Das kann man eben alles hier raus. Das brauche ich nicht. Dabei wollen nicht. Wir auch nur die Echos. Ja, Echos. Du sagst es. Genau da liegt das Problem. Dabei wollen wir doch nur die Echos. Haben wir gemacht. Mann. Was haben wir jetzt gemacht? Ja, ich habe die Produktion von den Echos ausgebaut. Und muss mich jetzt immer wieder um fallende Tycoon-Bedürfnisse kümmern. Warum auch immer. Und ich habe immer noch nicht das Dings gekauft. Für die Geothermie-Kraftwerk. Ja und? Oder Geothermie-Kraft Geothermie-Kraft und oder für das Geothermie-Kraftwerk. Das heißt, dass ich das nicht gekauft habe und dass ich nichts gemacht habe, aber trotzdem irgendwie voll unter Stress bin. Ja, super. Du bist also mit Nichtstun überfordert, willst du sagen? Ja. Gut. Ist doch schön. Halten wir das mal so fest. Ich weiß selber nicht, was ich jetzt gemacht habe in der Folge. Du wolltest mir einen Hüter bauen, du hast dein Forschungslabor in die Luft gejagt und, Expedition habe ich losgeschickt. Die Expedition, hast du die auch losgeschickt? Ja, du hattest die auch losgeschickt und, ein paar sind jetzt auch schon zurückgekommen und haben nur Schrott mitgebracht. Bis auf 1. Wow. Aber den Schrott haben wir verkauft. Na, immerhin etwas Gutes. Naja, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und in der nächsten Folge geht's dann hoffentlich mit weniger Eideln und mehr Ausbau bei den Grünen weiter. Oder? Die brauchen Kommunikatoren. Ja, ich muss erstmal das, was sie jetzt haben, alles stabilisieren. Auch bekannt als iPads oder iPhones oder... Smartphones, meine Güte. Wie nennen wir die? Hör auf, hier Werbung zu machen. Die T-Phones. Yeah. Gut. Egal, was auch immer. Wir sind hier erstmal raus und in der nächsten Folge versuchen wir das dann irgendwie hinzukriegen. Jojo, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Verborgen zwischen den Felsen der Tiefe des Ozeans entschlüsseln Wissenschaftler der Techs die Geheimnisse des Meeresbodens. Innovative Technologien erschließen die neuen Schätze der Tiefsee. Die Techs erforschen das Geheimnis einer mächtigen Energiequelle. Ein Kraftwerk, das geothermische Energie nutzbar macht und die Techs in eine neue Zivilisationsstufe führt. Die Technologien bescheren der Bevölkerung endlich die erhofften Energiereserven und sorgen für Wohlstand und Reichtum. Beeindruckende Monumente werden errichtet und neue Produktionsketten über und unter Wasser entstehen. Doch die neue Technologie ist nicht ohne Gefahren. Anno 2070. Die Tiefsee.